Fernschreiben Honeckers an die SED-Bezirksleitungen. In einem Fernschreiben wandte sich der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, am 8. Oktober 1989 an die ersten Sekretäre der Bezirksleitungen. In dem Schreiben nimmt Honecker Bezug auf die Demonstrationen vom Wochenende in mehreren Städten der DDR, unter anderem in Leipzig, und ordnet Maßnahmen zur Unterbindung weiterer Proteste an. Das Schreiben enthält die Passage: Es ist damit zu rechnen, dass es zu weiteren Krawallen kommt. Sie sind von vornherein zu unterbinden. Okay, soll ich mal versuchen? Ich meine, das ist wahrscheinlich nur ein Auszug, aber ich kann es eigentlich ganz gut lesen. Soll ich das mal vorlesen? Wenn du magst. Ja, also Fernschreiben, VVS, MFS, bla 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 bla, Anlage. Nachfolgend der Text des OG-Fernschreibens. Im Verlaufe des gestrigen Tages kam es in verschiedenen Bezirken, besonders in Berlin, Leipzig, Dresden, Karl-Marx-Stadt, Halle, Erfurt und Potsdam, zu Demonstrationen, die gegen die verfassungsmäßigen Grundlagen unseres sozialistischen Staates gerichtet waren. Vor allem in Dresden, Plauen und Leipzig trugen sie den Charakter raudihafter Zusammenrottungen und gewalttätiger Ausschreitungen, die unsere Bürger in höchstem Maße beunruhigen. Es ist damit zu rechnen, dass es zu weiteren Krawallen kommt. Sie sind von vornherein zu unterbinden. Deshalb sind folgende Aufgaben durchzuführen. Erstens, sofortige Zusammenkunft der Bezirksleitungen, in der die Lage im Bezirk eingeschätzt wird und entsprechende Maßnahmen festgelegt werden. Zweitens, unverzügliche Informationen der Partei-, Gewerkschafts- und FDJ-Funktionäre sowie der Mitarbeiter der staatlichen Organe über die Lage im Bezirk bzw. Kreis und Erläuterungen der Aufgaben zu offensiven politischen, ideologischen Arbeit in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, damit diese Funktionäre unmittelbar vor Ort an der Unterbindung der Krawalle teilnehmen und offensiv in Erscheinung treten. Drittens, Veröffentlichung entsprechender Mitteilungen und sachlicher Berichte über stattgefundene Krawalle in allen Bezirkszeitungen der Partei, verbunden mit Stellungnahmen von Arbeitern und anderen Werktätigen. Viertens, tägliche Informationen an die Abteilungen, Parteiorgane des ZK über die Lage und eingeleitete Maßnahmen, in Klammern jeweils bis 6 Uhr mit Stand von 4 Uhr bzw. sofort. Meine Fresse, das klingt martialisch fast schon. Ich finde es ganz interessant, dass es nochmal deutlich zeigt, wie wenig getrennt diese unterschiedlichen Sphären waren. Ja, total. Also, dass irgendwie Privatleben, Arbeitsleben und Staat miteinander verwoben waren. So, wer sollte worüber Bericht erstatten und dann sollen die Werktätigen sich melden und die Gewerkschaften und ne. Also, ja. Alle wurden da irgendwie mit einbezogen mit einer Meldekette. Auch dieses, wer hat eigentlich was gemacht, woraus man wahrscheinlich auch schließen kann, wer hat was nicht gemacht. Hm. Und irgendwie finde ich das auch ganz interessant, dass man aus einem Berliner Büro augenscheinlich nicht erkennt, dass all diese soften Maßnahmen mit quasi ideologischer Bildung, aka Indoktrinierung, dafür war der Zug schon abgefahren. Also ja, Aufgaben Leute, zur offensiven politischen, ideologischen Arbeit ist eine schöne Phrase, finde ich. Und wie gesagt, man kann es auch Indoktrinierung nennen. Ja. Aber die Leute, die 89 auf die Straße gegangen sind, wenn wir mal gucken, wie alt die zu diesem Zeitpunkt war und wie alt die DDR war. Also die DDR war 40 Jahre alt, wissen wir jetzt. Ja. Das heißt, die Leute, die dort auf die Straße gehen, haben ihr komplettes Leben oder zumindest zu großen Teilen ihres Lebens nichts anderes gehabt als eine grundständige marxistisch-leninistische Bildung. Mhm. Und die gehen trotzdem auf die Straße. Ja, komisch. Und das, also wie weltfremd kann man sein, dass man denkt, man würde mit solchen Maßnahmen die Leute davon abhalten können? Mhm. Also mir wird gerade noch mal ein Stück mehr deutlicher, dass augenscheinlich, also durch diesen Brief wird mir gerade nochmal deutlicher, dass sie tatsächlich irgendwie nicht begriffen haben, worum es denn da gerade geht. Und dass das auch gerade ernst ist und dass das nicht ein paar Leute sind, die mal auf die Straße gehen, sondern das geht nicht weg. Ja. Einen schönen guten Abend, Toren. Schön, dass du da bist.
So, das ist unser Fundstück, das wir gefunden haben. Du hast ein neues Fundstück entdeckt. Ja, und ich lege auf. Ich war verärgert. Dieser starrsinnige alte Mann hatte wirklich jeglichen Bezug zur Realität verloren. Okay, das war Kapitel 1 mit Egon Krenz. Dann machen wir weiter. Natürlich. Erstmal. 11 Uhr. Die Volkspolizei dokumentiert Handzettel des neuen Forums, die bei einer Veranstaltung am Abend zuvor verteilt worden sein sollen. Kaum, dass ich aufgelegt hatte, klingelt das Telefon erneut. Diesmal war es meine Sekretärin, die mir mitteilte, dass Walter Friedrich aus Leipzig da sei und darauf bestand, mich dringend zu sprechen. Der Psychologe, Pädagoge und Jugendforscher Walter Friedrich war Gründer und langjähriger Leiter des Zentralinstituts für Jugendforschung in Leipzig. Das Institut lieferte der DDR-Regierung wissenschaftliche Erkenntnisse über die verschiedenen Lebensbereiche, vorherrschenden Einstellungen, Verhaltensweisen, Ansprüche und Probleme der DDR-Jugend. Walter Friedrich habe ich noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aha. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich war überrascht. Friedrich und ich hatten erst gestern telefoniert. Jetzt war er nach Berlin gekommen, um mich zu sprechen. Du kannst dir nicht vorstellen, was in Leipzig los ist. Wie gespannt die Lage ist. Die Menschen haben Angst. Bitte, Egon. Es darf kein Blut fließen. Es darf in Leipzig nicht geschossen werden. Oh Mann. Wie soll ich Friedrich begegnen? Option 1. Glaubst du etwa, ich nehme die Sache nicht ernst? Option 2. Was bitte hat Leipzig mit Berlin zu tun? Option 3. Wenn Leipzig brennt, ist das Honeckers Problem. Option 4. Findest du das nicht etwas übertrieben? Also vier fällt komplett raus. Was der Friedrich gesagt hat, es darf in Leipzig nicht geschossen werden. Findest du das nicht etwas übertrieben? Das ist erstmal das kann man. Das ist verrückt. Also ich habe tendiert zwischen der 1 und der 4. Okay. Er hat doch gesagt, es darf in Leipzig nicht geschossen werden. Findest du das nicht etwas übertrieben? Wie nicht? Naja, nicht also schießen ist übertrieben. Achso, man kann das auch sehen mit, dass du davon ausgehst, dass geschossen werden würde, ist etwas übertrieben. So könnte man das auch interpretieren. Also so. Okay. So habe ich es jetzt gerade gelesen. Ja, okay. Okay. Zugegeben, dann ist es ein bisschen entschärfter. Wenn man diesen ersten Dings hatte, wie? Nicht schießen? Also hör mal. So habe ich es tatsächlich nicht gelesen. So habe ich es verstanden. Okay, aber interessant. Gut, dass wir es nochmal laut aussprechen und auch darüber reden. So, im Chat ist die 1. Ja, was bitte hat Leipzig mit Berlin zu tun, ist, glaube ich, eine Sache, die er nicht sagen würde. Weil, also, da ist er ein bisschen weiter. Wenn Leipzig brennt, ist das Honeckers Problem. Er hat versucht, Honecker zu warnen. Und ich glaube, er ist zwar verärgert, aber er schmeißt diese. Also das ist ja fast schon Resignation. Deswegen würde ich 2 und 3 auch rausnehmen. Ja, und nachdem ich 4 anders verstanden habe, ist es tatsächlich noch im Rennen. Aber ich tendiere auch eher zu 1. Zu 1. Mhm. Bei mir fliegt 3 übrigens aus einem anderen Grund raus, fliegt aber auch raus. Okay. Weil die Aussage, wenn Leipzig brennt, ist das Honeckers Problem. Ist ja nicht nur Honeckers Problem, sondern wenn Leipzig brennt, ist das ein Problem für die Regierenden, also auch für ihn. Ja. Deswegen würde ich das nicht nehmen. Also ja, ich schwanke zwischen 1 und 4, aber da wir so viele Einsen hier in der Runde haben, habe ich kein Problem und öffne mich der 1. Ja, aber ich nehme jetzt die 1. Keine Chance mehr. Glaubst du etwa, ich nehme die Sache nicht ernst? Doch, natürlich. Ich weiß doch, wie sehr dir das Wohl unseres Landes am Herzen liegt. Deshalb wende ich mich ja an dich. Friedrich übergab mir den Stimmungsbericht über die Lage in Leipzig, den er gerade fertiggestellt hatte.
In Leipzig geht es heute um die Zukunft der gesamten DDR, Egon. Da ist wieder das Symbol der Partei. Ich überflog Friedrichs fast 20-seitigen Bericht. Da haben wir einen Punkt. Stimmungsbericht. In dem Schreiben an Egon Krenz warnte der Leiter des Jugendinstituts in Leipzig, Walter Friedrich, vor einem gewaltsamen Einsatz gegen Demonstrierende am Abend. Es dürfe unter keinen Umständen geschossen werden, so Friedrich. Wir haben ein Fundstück entdeckt. Anweisung des Ministers für Staatssicherheit Erich Mielke. Einen Tag nach den Feierlichkeiten zum DDR-Staatsjubiläum schickte der Chef des Ministeriums für Staatssicherheit, MFS, Erich Mielke, ein Schreiben an die Leiter der Diensteinheiten des MFS, so auch nach Leipzig. Darin wies er sie an, sich auf härtere Auseinandersetzungen und schärfere Repressionen vorzubereiten. Mielke verordnete für alle Mitarbeiter volle Dienstbereitschaft und forderte die Bezirksverwaltungen auf, auch zu offensiven Maßnahmen zur Unterbindung und Auflösung von Zusammenrottungen bereit zu sein. Dazu befugte Einheiten sollten ihre Dienstwaffen bei sich tragen. Oh Gott, ja, ich lese das auch nochmal im Original vor, weil das funktioniert relativ gut und ich finde das immer auch nochmal total interessant, das so direkt zu hören. Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium für Staatssicherheit, der Minister. Diensteinheitenleiter. Durch die zügellose Hetz- und Verleumdungskampagne des Gegners und massive Einmischungsversuche hat sich in jüngster Zeit die politische operative Lage im Inneren der DDR weiter erheblich verschärft. Es verschärften sich die Erscheinungen und damit verbundenen Gefahren der Zusammenrottung feindlicher Oppositioneller sowie weiterer feindlich negativer und raudihafter Kräfte mit dem Ziel, die staatliche Sicherheit sowie die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu stören und damit eine Gefährdung des sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung der DDR herbeizuführen. Zu konsequenten und wirksamen Zurückdrängungen, Unterbindungen aller diesbezüglichen Handlungen und Aktivitäten weise ich an. Erstens, für alle Diensteinheiten besteht bis auf Widerruf entsprechend der Anweisung bla 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 Ziffer 11 volle Dienstbereitschaft. Angehörige, die ständige Waffenträger sind, haben ihre Dienstwaffe entsprechend den gegebenen Erfordernissen ständig bei sich zu führen. Die in einem Fernschreiben vom 5.10.1989 getroffene Feststellung zur Überprüfung und Bereitstellung der erforderlichen Kräfte und Reserven sind nochmals unter der gegenwärtigen Lagerentwicklung zu präzisieren. Es sind ausreichende Reservekräfte bereitzuhalten, deren kurzfristiger Einsatz auch zu offensiven Maßnahmen zur Unterbindung und Auflösung von Zusammenrottungen, mein Gott, von Zusammenrottungen zu gewährleisten ist. Heieiei. Auch heftig. Ja, und auch irgendwie so auch wieder interessant, wenn ich da so zuhöre. Es ist einfach so viel Text, dass wahrscheinlich die Hälfte schon wieder an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß, bin gespannt, vielleicht ist euch ja irgendwas so im Kopf geblieben, irgendwas, was ihr so gehört habt und gedacht habt, so huch, bei mir war das gerade so dieser Aufbau von so einem Freund-Feind-Schema. Ja. Also das sind sozusagen alles die Feinde der Republik und die stören die öffentliche Ordnung und die stören unsere wunderbare DDR. Und weil das so ist, aber das wollen wir nicht. Ja. Und deswegen seid alle bereit. Immer bereit. Ja, und vor allem ist es auch so schön unspezifisch, ne? Durch die zügellose Hetz- und Verleumdungskampagne des Gegners. Ist schon klar. Genau, der Gegner wird dann weiter später nochmal so ein bisschen aufgedröselt und personifiziert. Das, ja, feindlicher und oppositioneller sowie weiterer feindlich negativer und rowdyhafter Kräfte. Das, also in der Formulierung, also die sind alle negativ und wir sind alle total positiv, weil wir wollen ja die gute DDR und die wollen das halt alles nicht und die wollen unser schönes Land kaputt machen. Das ist ja am Ende, also das ist das, was gerade bei mir ankommt. Ja. Irgendwie in der Argumentation.
Also nichts von wegen Meinungsfreiheit oder so. Ich weiß schon, wir sind in der DDR, deswegen. Aber man hätte ja wenigstens so tun können. Aber naja, selbst in der Einleitung tun sie es nicht. Nee. Und das ist natürlich interessant, wenn man einmal in so eine kritische Masse an Bevölkerung verloren hat, die dort auf die Straße gehen. Und augenscheinlich war das ja eine kritische Masse. Und wenn du die dann als Feinde der Republik betitelst, mit all den Begrifflichkeiten, die sie sich da haben gerade einfallen lassen, um diese Leute zu disqualifizieren oder um sie irgendwie abzuwerten oder wie auch immer. So, das ist so der eine Teil, so dieses Freund-Feind-Schemata und auch diese Formulierung. Ja. Das andere, was ich ganz interessant finde, ist, dass an alle Bezirke geschrieben wurden, an die Leiter aller Diensteinheiten des Ministeriums für Staatssicherheit. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie die so aufgebaut war. Also daher kenne ich mich ja wirklich nicht aus, den Aufbau des MFS. Auf jeden Fall waren alle auch irgendwie schwer beschäftigt. Und wie die NVA da noch mit dazu kommt, und das fände ich jetzt auch nochmal interessant, ist jetzt aber vielleicht nicht so wahnsinnig relevant. Aber worauf ich hinaus will, ist, oder was ich noch erwähnen will, das war ja so der zweite Punkt, der mir gerade so ein bisschen im Kopf hängen blieb, ist auch, wie einheitlich reagiert werden sollte, ohne Rücksicht auf lokale Gegebenheiten. Also auch hier wieder ein Brief aus Berlin, der den Leuten vor Ort sagt, wie sie zu handeln haben und wie das alles grob funktionieren soll, beziehungsweise was sie tun sollen, aber das Wie wird denen nicht gesagt. So, lasst euch was einfallen, sorgt halt dafür, dass da nichts passiert, Punkt. Und damit wird auf der einen Seite gesagt, was die Leute zu tun haben, auf der anderen Seite wird denen aber auch die Verantwortung für Eskalationen übergeben. So, wenn ihr das nicht hinkriegt, bei euch, mit den Leuten, ja, die ihr habt. So, und das steht für mich auch ein bisschen im Gegensatz zu dem Gespräch, was Egon Krenz gerade mit Erich Honecker hatte. Ja, es klingt alles ganz anders. Also das ist, aber also, das ist ja auch Staatssicherheit, ne? Also irgendwie. Naja, also das wäre jetzt so für mich so ein bisschen die Frage. Du hast, die Minister sollten ja in der Regel nicht autark reagieren. Nee. Und du hast den Staatsratsvorsitzenden des Zentralkomitees der SED, der einen Brief schreibt, sozusagen einmal an alle Bezirksleitungen der SED, also sind wir ja noch eher auf der parteipolitischen Ebene oder Parteiebene, von wegen hier, denkt dran und ideologisch und so, und auf der anderen Seite halt hier diese fast schon Drohung, die ja einen Tag nach dem Staatsjubiläum rauskam. Also die müsste ja dann demzufolge vor dem Brief von Erich Honecker rausgekommen sein. Das ist, hier oben ist 8.10. Berlin 8.10. Könntest du noch mal gucken, wann der Brief von Erich Honecker an die Bezirksleitungen ging? Auch am 8.10. Am 8.10., ja. Beide am selben Tag. Okay, also das eine ist sozusagen der Brief an die Bezirksleitungen, hier von wegen, macht euch bereit. Und das andere ist der Brief vom Ministerium für Staatssicherheit an die Staatssicherheitsorgane vor Ort. Ja, kein Wunder, dass die Leute verunsichert sind. Ja, also gar jetzt, kein Wunder. Also wir haben da ja schon ein paar Mal drüber geredet, irgendwie, dass da die Angst in der Luft war. Oder dass irgendwie bei der, als wir die Krankenschwester gespielt haben, dass im Krankenhaus alles vorbereitet worden ist, das ist ja die logische Konsequenz aus solchen Briefen. Ja, also genau. Vor allem also diese Briefe sagen, machen alles irgendwie, dass die Krankenhäuser quasi, ihr müsst jetzt 20 Leute entlassen, damit Betten frei werden und so eine Scherze. Das hatten wir, als wir die Krankenschwester gemacht haben, ja. Also als wir es aus deren Sicht, war das ja total krass, dieser Einstieg. Wir müssen Leute verlegen, weil heute kommt es zur Eskalation. Boah, ja, und erstmal Duddle Nation, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Und ja, es gibt die tanzende Romy als animiertes Emote
Und Hadrian fragt, wisst ihr, was der Slogan Wir sind das Volk, wie der Slogan Wir sind das Volk entstanden ist? Ja, das kam in den anderen Teilen vor, aber tatsächlich heute haben wir darüber noch nicht gesprochen. Ich denke, das wird, weiß ich nicht, ob das jetzt zwangsläufig hier in der Geschichte von Egon Krenz noch in irgendeiner Form eine Rolle spielt, aber das ging ja bei den Montagsdemonstrationen los. Also es gab auch schon eine Geschichte vorher mit Wir sind das Volk, aber bei Montagsdemonstrationen ging es halt auch vor allem damit los, wenn ich das richtig erinnere, dass sie das bezogen auch auf Wir sind doch ein Volk. Genau, wir mit sind den Volk Sicherheits mit den Menschen, die quasi Demonstrationen absperrten und sowas, und daraus ist dann Wir sind das Volk hat sich also daraus dann ich meine, das hat Wir sind das Volk hat eine eigene Wikipedia-Seite. Aber ja, diese Sachen haben wir auch schon besprochen und haben auch schon einige sehr emotional berührende Sachen vom 9. Oktober in Leipzig gesehen. In diesem Spiel. Und Thoren. Wichtig ist zu merken, wir sind ein Volk. Da kommt es ursprünglich her. Ja, und das ging an andere Bürgerinnen der DDR. Quasi der Gegenslogan zu dem, was wir gerade in diesem Brief von Erich Milke gelesen haben, so von wegen, da sind die Rowdies und die irgendwie alle, keine Ahnung. Und gleichzeitig natürlich auch an die Sicherheitskräfte. Wir sind ein Volk. Ja, und Rowdies war ein stehender Begriff für Störenfriede und also mir fällt es schwer, das in heutige Sprache zu übersetzen. Also Rowdy ist für mich irgendwie sowas so umgangssprachlich, was so ein bisschen fuzzy ist, aber Rowdytum war in der DDR ein stehender Begriff, oder? Meine ich mich. Also weil es immer wieder vorkam. Da waren Rowdies oder wir sind keine Rowdies. Kam ja als Sprechchöre, als wir die Bürgerrechtlerin gespielt haben. Da hatte ich das, ist mir das auch schon durch den Kopf gegangen, dass ich das fragen wollte, aber ich bin irgendwie drüber weggekommen. Jetzt fällt es mir wieder ein, weil das auch in dem Schreiben eben war. Hier Rowdyhaft, weil ich es nochmal vorgelesen habe. Ja. Ach, Rowdy verbunden mit Punk, Beidwelt, tatsächlich. Auch schön. Würdest du so verbinden, okay. Ich habe gerade mal spontan, weil ich weiß es auch nicht. Also okay. Deswegen habe ich gerade mal geguckt, was Google dazu sagt. Und ich bin gerade über einen MDR-Artikel gestolpert aus dem Jahre 2022, also von letztem Jahr. Und ich nur kurz der Einleitungstext. Der auch wieder total spannend ist für die Unisex-Politik grundsätzlich. Mhm. Ab 1988 erforschten Kriminologen und Soziologen im Staatsauftrag die Neonazi-Szene der DDR. Sie kamen zu erschreckenden Ergebnissen. Oh. 6000 Neonazis gab es, davon 1000 gewaltbereit. Die Öffentlichkeit erfuhr davon nichts. Stattdessen sprach die DDR-Regierung weiterhin von Rowdies und verharmloste so eine Szene, die zu brutalen Überfällen bereit war, wie sich bereits 87 in der Zionskirche in Ostberlin zeigte. Oh. Auch Rowdies waren ein verharmlosender Begriff. Das wusste ich nicht, das ist auch spannend. Also für mich ist das auch gerade mal wieder, deswegen liebe ich die Dienstagspolitik, ich lerne jedes Mal so viel. Also ich habe das nicht miteinander in Verbindung gesetzt, ehrlich gesagt. Ja, bei dem Einwurf mit Punk, ich möchte jetzt einfach nochmal diesen Clip spielen. Tut mir leid. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Irre. Punkrock, liebe Leute. Punkrock. Ja, aber also ich habe irgendwo in meinen Tiefen, Untiefen der Erinnerung, würde ich es eher sagen, dass das halt Rowdytum tatsächlich mit, aber dass es da drin beschrieben wurde als ein etwas verharmlosender Begriff oder als ein verharmlosender Sammelbegriff. Ne? Also dass man das nicht beim Namen nennt. Ach, irgendeine Dokumentation war das, wo auch das so thematisiert wurde, wie Sprache Ideologie
transportieren konnte mit, wenn wir den antifaschistischen Schutzwall haben, dann kann es ja keine Nazis bei uns geben und so. Also das kam da auch drin vor. Aber das ist auch eher gefährliches Halbwissen. Und irgendwie liegt mir da sowas an. Aber okay, du hast ja jetzt einen Artikel geteilt. Danke fürs Präzisieren. Ich muss da nochmal gucken, ob ich das irgendwo wieder finde. Bitte? Ich habe jetzt auch gerade nebenbei reingelesen und bin gerade noch so ein bisschen... Also ich kann nur empfehlen, den durchzulesen, weil wenn es um, ich habe ja gerade gesagt, zeigt sie sich schon 87 in der Zionskirche. Da haben Nazis ein Element of Crime Konzert gestürmt und brüllten antisemitische, hitlerverherrlichende. So. Also Element of Crime ist ja auch immer noch, oder? Die gibt es doch immer noch. Ja, die gibt es immer noch. Krass. Die Volkspolizei lässt die Neonazis gewähren, schreibt der MDR. Hm. Krass, krass. Gut. Kommen wir zurück zum 9. Oktober und dem fast 20-seitigen Bericht zur Situation in Leipzig. Ja. Ich danke dir für deinen Einsatz, Genosse, und dass du extra vorbeigekommen bist. Ich muss jetzt hier weitermachen und bitte dich daher zu gehen. Das ist mal ein freundlicher Ausschuss. Alter. Was wirst du tun?